Mit einem köstlichen Aperitif beginnt das Finale der Weinerei mit Harald Trummer Antensteiner am Brucker Schlossberg, der an diesem Tag seine Gäste besonders verwöhnen wollte. Also wir haben uns was Besonderes für unseren letzten Tag einfallen lassen wollen und haben unseren Freund und Fernsehkoch Manfred Nimrichter eingeladen, mit uns zusammen ein Grillmenü am Schlossberg den Gästen zu servieren und wir die Weinbegleitung dazu zu machen, und das ist sehr gut gelungen. Für die Gäste war schließlich klar, wenn zwei Kapazitäten aus der Gastronomie gemeinsame Sache machen, dann gibt's Ausgezeichnetes aus der Küche oder besser gesagt vom Grill in diesem Fall und natürlich Exquisites aus dem Keller. Nein, es macht richtig Spaß darum, es ist wirklich ein tolles Ambiente, also Gratulation an die Verantwortlichen. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, mit einem guten Freund, mit Harriet Haroman zusammenzuarbeiten. War eine sehr gute Idee und ich denke, das wird mit Sicherheit noch eine Nachfolge finden. Und so kann Harry von der Weinerei im Baderhaus ein positives Resümee über seine Zeit am Schlossberg ziehen. Es ist ein schöner Mix gewesen aus Veranstaltungen und Tagesgästen, also wir sind rundum zufrieden. Mit einem köstlichen Aperitif beginnt das Finale der Weinerei mit Harald Trummer Antensteiner am Brucker Schlossberg, der an diesem Tag seine Gäste besonders verwöhnen wollte. Also wir haben uns was Besonderes für unseren letzten Tag einfallen lassen wollen und haben unseren Freund und Fernsehkoch Manfred Nimrichter eingeladen, mit uns zusammen ein Grillmenü am Schlossberg den Gästen zu servieren und wir die Weinbegleitung dazu zu machen, und das ist sehr gut gelungen. Für die Gäste war schließlich klar, wenn zwei Kapazitäten aus der Gastronomie gemeinsame Sache machen, dann gibt's Ausgezeichnetes aus der Küche oder besser gesagt vom Grill in diesem Fall und natürlich Exquisites aus dem Keller. Nein, es macht richtig Spaß darum, es ist wirklich ein tolles Ambiente, also Gratulation an die Verantwortlichen. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, mit einem guten Freund, mit Harriet Haroman zusammenzuarbeiten. War eine sehr gute Idee und ich denke, das wird mit Sicherheit noch eine Nachfolge finden. Und so kann Harry von der Weinerei im Baderhaus ein positives Resümee über seine Zeit am Schlossberg ziehen. Es ist ein schöner Mix gewesen aus Veranstaltungen und Tagesgästen, also wir sind rundum zufrieden. Mit einem köstlichen Aperitif beginnt das Finale der Weinerei mit Harald Trummer Antensteiner am Brucker Schlossberg, der an diesem Tag seine Gäste besonders verwöhnen wollte. Also wir haben uns was Besonderes für unseren letzten Tag einfallen lassen wollen und haben unseren Freund und Fernsehkoch Manfred Nimrichter eingeladen, mit uns zusammen ein Grillmenü am Schlossberg den Gästen zu servieren und wir die Weinbegleitung dazu zu machen, und das ist sehr gut gelungen. Für die Gäste war schließlich klar, wenn zwei Kapazitäten aus der Gastronomie gemeinsame Sache machen, dann gibt's Ausgezeichnetes aus der Küche oder besser gesagt vom Grill in diesem Fall und natürlich Exquisites aus dem Keller. Nein, es macht richtig Spaß darum, es ist wirklich ein tolles Ambiente, also Gratulation an die Verantwortlichen. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, mit einem guten Freund, mit Harriet Haroman zusammenzuarbeiten. War eine sehr gute Idee und ich denke, das wird mit Sicherheit noch eine Nachfolge finden. Und so kann Harry von der Weinerei im Baderhaus ein positives Resümee über seine Zeit am Schlossberg ziehen. Es ist ein schöner Mix gewesen aus Veranstaltungen und Tagesgästen, also wir sind rundum zufrieden.